Am kommenden Samstag, am 20. Februar, beginnt in der Kreuzkirche Bonn eine neue Veranstaltungsreihe, eine Andachtsreihe, eine Reihe von Evensongs unter dem Titel Eine Leidenschaftsreise. Es ist eine Reihe von Veranstaltungen unter einem thematischen Bezug, eine Leidensreise, aus der wir eine Leidenschaftsreihe machen möchten. Heute wollen wir Ihnen dieses Format einmal vorstellen. Wir sind hier im Homeoffice-Interview-Format mit Tobias Mölleken, dem Pfarrer, der diese Reihe maßgeblich mitgestaltet hat, und den beiden KirchenmusikerInnen der Kreuzkirchengemeinde in Bonn, Karin Freist-Wissing und Stefan Horz. Tobias, du hast an der inhaltlichen Konzeption stark mitgearbeitet. Erzähl uns doch bitte einmal, welche Themen uns in dieser Reihe begegnen werden, wie der thematische Bezug zwischen den einzelnen Veranstaltungen ist. Ja, man kann gar nicht oder sollte gar nicht so sehr von Themen sprechen, sondern eher von Emotionen, die wir dort ausgesucht haben. Denn wir haben uns die Passionsgeschichte mal genauer angesehen und gemerkt, dass dort Emotionen wie Wut, Angst, wie Klage, Abschied, Trauer, dass uns solche Emotionen dort begegnen. Und wir fanden es spannend, darüber einmal in dieser Passionszeit nachzudenken. Denn das sind Emotionen, die uns natürlich in Seelsorgeprozessen begegnen, vor allen Dingen in Trauerprozessen. Es gibt ja da ein Stufenmodell, ein Trauerstufenmodell von Kübler-Ross zum Beispiel, die diese Emotionen abbilden. Aber natürlich kennen wir diese Emotionen auch aus unserem Alltag, gerade jetzt in dieser Corona-Pandemie. Und das fanden wir spannend, diese Emotionen mal mit der Passionsgeschichte nochmal zu verbinden und mit Musik dann auch nochmal zu rahmen. Genau, du hast es schon gesagt, es sind Emotionen, die uns in der Passionsgeschichte begegnen und auch im Alltag. Aber es sind Emotionen, die uns auch in der Musik und in der Kirchenmusik viel begegnen. Und dieses Format des Evensongs, das ist ja eine Andacht, ein Gottesdienst, in dem die Musik auch eine große Rolle spielt. Deswegen, Karin und Stefan, mögt ihr uns erzählen, was uns musikalisch in dieser Gottesdienstreihe erwartet, was für Musik eingeplant ist für die einzelnen Evensongs? Ja, sehr gerne machen wir das. Da würde ich dann beginnen, weil wir die musikalische Gestaltung und Leitung dieser einzelnen Gottesdienste aufgeteilt haben. Und ich selbst starte direkt in dem ersten am kommenden Samstag. Der Liturg ist dann Dieter Pistorius und dort ist das Thema, das emotionale Thema Angst. Das ist musikalisch natürlich enorm ergiebig. Da gibt es uferlos viel Musik. Ich bin auch tatsächlich immer noch am Auswählen, weil es so schwer ist, sich zu entscheiden. Und bin natürlich auch im Gespräch mit Herrn Pistorius dazu. Und man kann schon verraten, wir wollen es möglichst vielfältig halten in diesem Fall. Und vielleicht wichtig, wir wollten die kirchenmusikalischen Themenfelder so abbilden. Also es wird zum Beispiel diesen Abend mit Orgel geben. Und später eben auch die anderen Bereiche, Gesang, Chor. Dazu sagt dann Kari noch was. Ja, im ersten Abend wird es so sein, dass sicher zum Thema Angst Barockmusik erklingt. Und auch, was ja bei Orgel ein wichtiges Thema ist, Improvisation. Damit kann ich auf die Themen auch sehr gut eingehen, die Texte. Und nicht nur die, die vom Pfarrer kommen, sondern auch werde ich wahrscheinlich eigene meine Improvisationen zugrunde legen, habe ich schon eine Idee, zum Beispiel ein Gedicht von Paul Celan. Und eine Woche später ist das Thema Wut. Da kommt ein größtmöglicher Kontrast. Da werde ich die Orgel sein lassen und mit dem Klavier arbeiten und einem Synthesizer. Da ist der Liturg Tobias Mölleken, der da auch schon ganz freudig schaut. Das gestalten wir gemeinsam. Und ja, zum Thema Wut sicher ein dann ganz anders gearteter Abend. Viel mit viel Improvisation und weniger komponierter Musik dann. Und Karin setzt dann gerne fort mit den weiteren. Karin, du musst noch dein Mikro anschalten, sonst hören wir dich nicht. Dann geht's weiter am 6. März mit dem Thema Verleugnung. Das Thema Verleugnung beinhaltet auch Wegsehen. Und ich wende mich mit den ersten beiden Musikstücken, die sechs Solisten aus Vox Bona singen werden,
Johann Sebastian Bach zu, und zwar dem Prototypen des Versagers in dieser Beziehung, nämlich Petrus. Wir singen zwei Choräle aus der Matthäus-Passion, die genau das tun. Petrus steht mit großer Überzeugung da, ich bleibe bei dir, ich will hier bei dir stehen und weiche nicht. Und genau das tut er am Ende. Er schaut weg, er tut so, als hätte er damit nichts zu tun. Ich möchte in diesem einen Even-Song dem etwas gegenüberstellen, was eigentlich einen täglichen inneren Kampf in uns darstellt. Und zwar werden wir auch singen eine Bearbeitung von Johann Sebastian Bach aus der Motette Jesu, meine Freude, die von Glaubensgewissheit redet. Wir singen Gute Nacht, o Wesen. Man soll alles hinter sich lassen, was an bösen Dingen in einem Menschen steht. Diese totale Glaubensgewissheit und den Mut, sich gegen alle negativen Zeichen auf den Glauben an die Liebe zu verlassen, möchte ich dieses Wegsehen und dieses Nicht-Dabei-Bleiben, wenn es unseren Freunden schlecht geht, entgegenstellen. Und das lasse ich in der Musik offen, in diesem Evensong. Dann geht es weiter. Der nächste Evensong hat das Thema Klage. Da werden wir von Pergolesi aus dem Stabat Mater vier Sätze musizieren für Streichquintett und zwei Sängerinnen. Und dieses Stabat Mater bezeichnet die Urform der menschlichen Klage überhaupt, nämlich die Klage um einer Mutter, um ihr totes Kind. Dann geht es weiter am 20.03. zum Thema Abschied. Da lege ich den Fokus musikalisch auf das Aufgehobensein im Abschied. Wir haben bereits die so starken Emotionen wie Wut, Verleugnung, Angst hinter uns zu diesem Zeitpunkt. Und wir legen den Fokus auf die Sehnsucht nach einem sanften Tod, so wie sie Max Reger in dem Lied »Der Mond ist aufgegangen« wunderbar musikalisch zum Ausdruck bringt. Oder auch der sehr bekannte Choral aus der Johannespassion, der Schlusschoral »Ach Herr, lass dein lieb Engelein am letzten End die Seele mein in den Tod begleiten«. Ein wunderbares Bild der begleitenden Engel in den Tod. Ja, und die Reihe endet dann am 27.03. mit dem Themenfeld Trauer und Tod. Wir sind ja dann schon wirklich tief in der Passionszeit und nahe Karfreitag. Und dieser Abend wird musikalisch durch ein wunderbares Duo gestaltet. Das ist dann nochmal eine andere musikalische Form. Und zwar Ingeborg Danz, die Altistin, Peter Stein, Geiger, beide der Kreuzkirchenmusik lange verbunden. Und sie haben Lieder von John Dowland ausgewählt, die um das Thema Trauer und Tod ja immer wieder kreisen, in einer ganz besonderen Form, nämlich eben in der Form für Gesang, begleitet durch Violine, sozusagen für ihre eigene Besetzung arrangiert. Das ist dann der Abschluss dieser Reihe musikalisch. Es werden also sehr reichhaltige Gottesdienste, das ist schon abzusehen, textlich und musikalisch. Wir werden aber auch viele verschiedene Persönlichkeiten in dieser Reihe treffen, denn es wird in jeder Veranstaltung einen anderen Liturg oder eine andere Liturgin geben. Karin, magst du uns dazu noch was sagen? Ja, diese Reihe, eine Leidensreise, eine Leidenschaftsreise Evensongs zur Passion, ist ein Projekt der Kreuzkirche. Jetzt kommt das große Aber. Wir wollten das Ganze öffnen, ganz bewusst, denn die Kreuzkirche ist eine Ortsgemeinde und zugleich eine überregionale Stadtkirche. Und darauf wollen wir den Fokus legen. Da im Moment so wenig stattfinden kann, wollten wir so breit wie möglich gehen, sowohl räumlich als auch inhaltlich, und haben drei junge Pfarrerinnen bzw. Pfarrer mit Tobias Mölleken und zwei Kollegen akquiriert und dann die drei Superintendenten unserer Kirchenkreise angefragt. Und das finde ich besonders spannend, denn das sind sehr erfahrene Theologen und Neulinge auf diesem Gebiet, die neue Ideen reinbringen. Und das war uns sehr, sehr wichtig, den Bogen weit zu spannen auf diese Weise. Also eine Reise durch verschiedene Emotionen mit vielen geistlichen und musikalischen Anregungen. Der Beginn ist am kommenden Samstag, am 20. Februar um 18 Uhr in der Kreuzkirche. An jedem Samstag folgt ein neuer Evensong. Sie finden alle Termine mit weiteren Informationen auf unserer Webseite kreuzkirche-bonn.de.
Und ansonsten freuen wir uns, wenn wir Sie dann an den Samstagen in der Kreuzkirche in Bonn wiedersehen. Bis dahin.